also die Akademie, da kann man sich online anmelden auf der Seite von Akram Wiegmann. Das war so mein Beginn. Und worum es da geht, ist wirklich die Vorbereitung auf das, was noch kommt. Ich weiß noch, als ich mich damals angemeldet habe, das war wirklich so, da habe ich gerade das erste Online-Knabi verpasst und ich hatte mich so geärgert. Ich war so enttäuscht, habe gedacht, oh Mensch, eine Woche früher und ich hätte beim Online-Knabi schon dabei sein können. Und im Nachhinein stellte sich das aber wirklich als großer Segen heraus, weil ich dann wirklich lange Zeit hatte, um mich mit dieser Akademie zu beschäftigen. Also man meldet sich dort online an und bekommt dann wöchentlich eine E-Mail mit bestimmten Videoausschnitten, mit bestimmten Schriften, Bücher, Texten. Und ja, ich habe mich wirklich ganz intensiv mit dieser Thematik dann beschäftigt, mit den Texten, mit den Büchern. Und ich habe schon gemerkt, während dieses Studierens von dieser Wissenschaft, wie schon eine bestimmte Energie einfach aufkam. Also wie sich schon währenddessen ganz viel verändert hat, obwohl ich gar nicht bei dieser Online-Knabi-Zeremonie dabei war, sondern allein im Vorhinein. Und also ich würde wirklich jedem empfehlen, diese Akademie vor dem Knabi zu machen, weil man einfach ein bestimmtes Verstehen schon mitbekommt. Man weiß, worum es geht. Und ich glaube auch, dass ich damals die Zeremonie so intensiv erlebt habe, weil ich mich so intensiv einfach mit dieser Thematik, mit dem Wissen, mit der Wissenschaft beschäftigt hatte. Denn viele, die ich kenne, die da wirklich kurz vorher sich mit beschäftigt haben oder sich nur zu der Online-Zeremonie teilgenommen haben, die hatten nicht so dieses intensive, diese Wahrnehmung, wie das bei mir jetzt so der Fall war. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, vorher sich erstmal bei der Akademie anzumelden, damit einfach dieses Grundverstehen schon da ist, was auf einen zukommt. Da war einmal ein Mann, der sagte zu seiner Frau, heute werden Sie den Körper und die Seele trennen. Vielleicht komme ich also zurück, aber wenn nicht, dann sei bereit. Er sagte das, bevor er das Haus verließ. Da bekam seine arme Frau Angst. Was werden Sie tun? Wie werden Sie den Körper und die Seele trennen? Was ist, wenn der Körper bleibt und die Seele geht weg?